Hi alle zusammen und willkommen zu meinem Update-Tutorial für Buildcraft für die Minecraft-Version 1.6.4. Es gibt mittlerweile auch schon eine Version für 1.7.2. Ich nehme jetzt mit Absicht diese Version nicht, da ich vor allem immer schaue, welche Version ist denn überwiegend die aktuellste in dem Modpack Feed the Beast. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass eine Mod sich innerhalb einer Version so geändert hat, bevor, dass, wenn ich ein Tutorial gemacht hätte, sich das gar nicht gelohnt hätte. Zum Beispiel als Redstone, als Thermal Expansion für 1.6.4 frisch rauskam, wurde noch Minecraft Joule verwendet. Und als die Mod dann quasi bereit war für das Feed the Beast Pack und alle anderen Mods waren auch fertig, gab es plötzlich nur noch Redstone Flux und die Mod hat sich auch allgemein ein bisschen geändert. Denk mal nicht, dass das bei Buildcraft passieren wird, aber ich warte dann noch lieber für ein Update-Video. So, kommen wir gleich zum Wesentlichen. In Buildcraft gibt es jetzt in dieser Version neue Biome, nämlich einmal ein Sandölfeld und einmal ein Ozeanölfeld. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher bei den Namen. Ihr werdet definitiv die sofort erkennen, wenn ihr die sehen werdet. Es gibt nämlich dann überall riesige Ölfontänen. Entweder bei diesem sandigen Biom oder irgendwo draußen im Ozean, Meer, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und euch wird höchstwahrscheinlich von dort an nie wieder irgendwie, wie nenne ich es jetzt am besten, ihr werdet definitiv keine Probleme mehr mit Öl haben, sagen wir es so. Und in den normalen Sandbiomen gibt es jetzt hier solche Ölpfützen, nenne ich es jetzt einfach mal. Die hier ist jetzt besonders groß, die sind normalerweise kleiner. Die haben keine Quellen, also ihr seht quasi nur das Öl, das tatsächlich auch hier ist. Das ist also quasi so ein kleiner Vorrat an Öl, der euch ein bisschen über die Runden helfen soll. Dann könnt ihr zum Beispiel mit Thermal Expansion zu einem Tank in die Wüste gehen und das bisschen Öl, was dann da ist, mitnehmen. Also das hier ist jetzt ein bisschen mehr, normalerweise ist es weniger. Dann gibt es jetzt auch ganz neu diese Wasserquelle zum Beispiel. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber mir geht es überwiegend um den Block, wie der da darin aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube Urgestein und auf Englisch Bedrock. Das gibt es auch für Öl, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Das funktioniert so. Bei diesen großen Fontänen, wenn ihr nach unten geht, seht ihr einen großen Hohlraum, in dem das Öl ist. In einer normalen Fontäne ist einfach nur dieser Hohlraum. In einer Höhle, Aushöhlung, in der es dann eine solche Ölquelle gibt, geht es dann quasi nochmal ein Stückchen nach unten quasi so. Da seht ihr nochmal so einen Gang, der so direkt nach unten geht mit diesem Urgesteinblock dann da unten. Was der kann, ist einen Block Öl mit einer sehr geringen Chance, alle paar Minuten diese Chance, einen Ölblock hier zu erstellen. Naja, das ist keine Problemlösung für unendlich Öl, aber wenn ihr eine Pumpe auf so einer Quelle lasst, bringt das euch hin und wieder Öl. Naja, nicht wirklich, wer es braucht, ne? Das nächste, was jetzt nichts mit dem Biom zu tun hat, sind diese neuen Rohrstöpsel. Wie die hergestellt werden, das zeige ich euch später, da muss ich einen kleinen Aufbau machen. Da braucht ihr nämlich diese Montagewerkbank mit den ganzen Lasern und so weiter, wer sich erinnert. Die sind jetzt einfach dazu da, wenn ihr euch daran erinnert aus meinem ersten Tutorial, wenn ihr diese zwei gleichen Rohre zusammenfügt, dann verbinden die sich so und Items werden dann hier quasi wie blöd hier in alle Richtungen gesendet, da die Items dann nicht wissen, wo sie hin sollen. Und das ist nicht so toll. Das gleiche auch bei Wasserrohren. Ihr könnt jetzt diese Rohrstöpsel nehmen und dann einfach hier dazwischen stellen und damit quasi dann die Rohre trennen. Das hat den Vorteil, dass ihr nämlich keine Pflaster- und Steinrohre verwenden müsst und eure Geschwindigkeit quasi beibehalten könnt von den Rohren, die goldenen Rohre beschleunigen Items, wer sich noch daran erinnert. Da wir gerade von Rohren sprechen, in meinem letzten Tutorial habe ich das, glaube ich, nicht so richtig erwähnt, nämlich, dass die Obsidian-Rohre können Items aufsaugen, wenn man sie quasi direkt darauf schmeißt. Das geht allerdings auch, indem ihr dann ganz einfach deinen Motor hier zum Beispiel hinstellt, ein Redstone-Motor, das hilft dann, dass es einen Block vor sich die Items aufnehmen kann, wenn jetzt dieser Redstone-Motor wieder nach vorne geht. Oder ihr könnt dann auch ganz einfach einen Stirling-Motor nehmen und der erhöht dann die Reichweite drastisch. Also dann könnt ihr irgendwo hier eins hinschmeißen und hier müsste, glaube ich, auch klappen. Nein, das ist ein bisschen zu weit weg. Aber vom Prinzip her habt ihr das, glaube ich, dann ganz gut verstanden, hoffe ich.
Soweit zu dem alten. Jetzt kommen wir auch schon zu dem neuen. Es gibt nämlich bei den Wasserrohren hier jetzt auch mittlerweile ein eisernes Wasserrohr. Hier. Ganz normal hergestellt wie alle anderen auch. Einfach eine Dichtung und ein eisernes Transportrohr. Und die Dichtung bekommt ihr aus Kaktusgrün. Und dann habt ihr dieses Rohr. Das ist ganz einfach dazu da, damit die Flüssigkeiten, die aus verschiedenen Richtungen kommen, dann schlussendlich in eine bestimmte Richtung gehen. Ihr könnt dann einfach mit dem Schraubenschlüssel die Richtung ändern. Ganz normal, wie ihr es gewohnt seid. Ist ziemlich nützlich, da manchmal in Buildcraft möchte, dass alle Rohre quasi gleich viel Wasser hat. Und dann verteilt sich das Wasser sehr ungünstig und das kann dann dazu führen, dass zum Beispiel die Motoren kein Wasser bekommen, weil das Wasser noch irgendwo anders hingeht, wo es gerade gar nicht gebraucht wird. Und damit könnt ihr quasi das Wasser in eine bestimmte Richtung zwingen. Das gibt es dann auch für die Energieleitung, aber die hat eine etwas andere Funktion, deswegen schauen wir uns das später an. Ganz neu sind jetzt die Sortierrohre, nämlich, ich hole hier schnell raus, die M-Zuli wird so hergestellt mit Lapis-Lazuli, Glas und Smaragd. Und das Lazuli und das Dai-Zuli. Lazuli mit zwei Lapis-Lazuli und Glas und das Dai-Zuli mit Lapis-Lazuli und einem Diamanten. Was können jetzt diese Rohre? Ich habe ja schon mal was aufgebaut. Falls ihr euch wundert, warum das aufgebaut ist. Ich habe vorher das Tutorial schon mal aufgenommen, habe einen Fehler gemacht und mache das Ganze jetzt nochmal von vorne. Deswegen steht das ganze Zeug schon. So viel jetzt dazu. Ich werde das jetzt hier kurz mal so erklären, also quasi andersrum, wie ich es vorher gemacht habe. Was jetzt hier ist, ich habe hier ein Rohr, einen Motor hingestellt, der aus dieser Truhe Gegenstände herausholt und diese einfärbt. Jetzt sehe ich gerade, ich bin hier an der falschen Stelle. Das muss ich nämlich da hinten machen. Mit diesen Lazuli-Rohren, die können nämlich Items färben. Und dann diese Dai-Zuli-Rohre, die können Items aussortieren. Je nachdem, welche Farbe sie haben. Ihr könnt dann mit dem Schraubenschlüssel hier hingehen und die Farbe ändern von diesen Dai-Zuli-Rohren. Ganz normal, einfach einen Rechtsklick, mit einem Shift-Rechtsklick. Und wenn ihr normalen Rechtsklick macht, könnt ihr die Richtung ändern, wie bei den eisernen Transportrohren, also wie hier. Und wenn ihr hier auf diese Lazuli-Rohre geht, könnt ihr dann die Farbe normal ändern. Mit Rechtsklick geht ihr eben nach vorne und mit Shift-Rechtsklick geht ihr die Farben rückwärts. Den Aufbau ganz kurz erklärt, das sind pulsierende Gatter, die eingestellt sind, dass wenn sie ein Redstone-Signal bekommen, dass sie eben angeschmissen werden und Items aus den Truhen herauspumpen. Die Items werden dann hier eingefärbt, einmal hier grün und einmal hier rot, gehen hier entlang und die Items, die rot eingefärbt werden, gehen in diese Richtung, während Items, die grün oder auch überhaupt nicht gefärbt sind, das ist völlig egal, werden geradeaus weitergeschickt in diese Truhe. Das machen wir uns am besten einmal ganz kurz mit Stein- und Eichenholzbrettern. Und jetzt muss ich die Gatter nur noch ausschalten. Und dann können wir auch schon loslegen. Stein, Eichenholzbretter. Und die Eichenholzbretter werden jetzt rot eingefärbt und sollten da drüben dann nach rechts weitergesendet werden. Hier kommen sie, ist jetzt ein bisschen langsam. Hier verschwinden jetzt dann quasi die Items in das Eisene hinein und bekommen ihre Färbung. Hier seht ihr es. Rot, Eichenholz und grün sind die Steine, die werden jetzt hier beschleunigt und die Eichenholzbretter gehen nach oben, weil sie eben rot sind, weil das Dai-Zuli-Rohr hier auch sagt rot und rot muss nach oben, wie ihr das hier erkennen könnt und alles andere wird einfach geradeaus weitergesendet. Das wäre es soweit von den Lazuli und den Dai-Zuli-Rohren. Jetzt muss ich wieder zurück, wo ich vorher war, um euch das M-Zuli-Rohr zu erklären. Da brauchen wir dann auch Gatter. Allerdings gerade dann mit Kabeln und ich werde jetzt hier mal schnell den Aufbau umstellen, um das euch mit den M-Zuli genauer erklären zu können. Ich habe jetzt den Aufbau ein bisschen umgeändert und werde euch jetzt so gut es geht im Detail erklären. Also, wir haben jetzt hier das M-Zuli-Rohr mit einem normalen diamantenen Gatter. Das ist ein Oder-Gatter und hat keine pulsierende Funktion, um euch dann später gleich noch etwas zu demonstrieren. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass wenn, das sind auch normale Diamanten oder Gatter, wie ihr oben sehen könnt. Ich habe eingestellt, dass wenn diese Truhen oder diese Ofen, wenn die leer sind, dass sie ein Signal abgeben, nämlich Inventar leer, rotes Piped-Signal. Und das Rote hier zeigt eben an, dass die Bedingung gerade erfüllt ist. Und ihr seht jetzt auch, dass dieses Kabel hier rot leuchtet. Das gleiche habe ich hier auch für den Ofen gemacht. Wenn Ofen leer, dann blaues Piped-Signal und blau ist es hier. Es geht jetzt hier zu diesem M-Zuli-Rohr, denn das M-Zuli-Rohr hat die
Eigenschaft, dass es Gegenstände aus Inventaren herausnimmt aufgrund einer bestimmten Gatterbedingung. Ich werde jetzt hier die Rohre mal vollständig verbinden. Und jetzt könnt ihr hier auf das Enzoli-Rohr rechtsklicken und dann wird euch eine Extraktionsoption gegeben. Was bedeutet das jetzt genau? Ihr könnt mit Hilfe dieses Gatters ein Signal abgeben, das dieses Rohr quasi interpretiert. Ihr könnt also sagen, das Gatter gibt ein rotes Muster als Signal aus und wenn dieses rote Muster aktiv ist, dann wird Stein herausgenommen. Zum Beispiel, ja, das passt auch. Oder wenn das blaue aktiviert ist, wird Eichenholzbretter herausgezogen. Was jetzt auch sehr cool ist, ihr könnt hier auch gleich sagen, dass die Items eingefärbt werden sollen, wenn sie herausgezogen werden. Deswegen werde ich das jetzt hier mal schwarz. Ich werde die Eichenholzbretter schwarz einfärben, damit die hier von diesem Daizuli-Rohr an den Ofen weitergegeben werden können. Und die anderen Items dann quasi geradeaus durchrasen. So, jetzt komme ich hier zu dem Gatter. Wenn ihr hier seid, könnt ihr sagen, wenn ihr ein rotes Pipe-Signal bekommt, also von der Truhe da vorne, dann soll ein rotes Preset abgegeben werden. Ich mache das weg. Red Extraction Preset. Das ist dann das Preset, was hier von dem M-Zulier-Rohr benötigt wird. Und wenn wir ein blaues Pipe-Signal bekommen, das an ist, dann soll ein blaues Signal gesendet werden. So, jetzt werde ich hier Stein und Eichenholzbretter hineinlegen. Und nur um das euch zu beweisen, ich will das nochmal kurz rausnehmen, damit ihr es quasi nochmal richtig seht. Wenn ich jetzt hier einen Redstone-Motor hinstelle und das einfach anschalte, dann wird kein Item aus der Truhe herausgenommen, wie es zum Beispiel bei der hölzernen Transportleitung der Fall wäre. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das Rohr hier ein Gattersignal benötigt. So, jetzt haben wir es. Deswegen werden wir jetzt hier die Gegenstände hineingeben und ihr werdet sehen, dass diese Gegenstände jetzt herausgezogen werden. Die Gegenstände werden übrigens immer so rausgezogen, rot, blau, grün, gelb, immer in dieser Reihenfolge. Und wenn irgendwas fehlen sollte, dann wird es übersprungen. Jetzt seht ihr hier, jetzt holt es hier die Items heraus, weil es die Signale bekommt. Und die jeweiligen Gegenstände werden auch mit den passenden Farben eingefärbt. Warum zieht es jetzt keine mehr raus? Ihr habt gesehen, dass die Kabel ausgegangen sind. Somit gibt es keine Pipe-Signale mehr. Und das normale Gatter hier hat die Bedingung nicht mehr und gibt auch dementsprechend kein Preset mehr ab. Ich nehme jetzt einfach mal, um das nochmal anders zu zeigen, nehme ich jetzt einfach mal ein pulsierendes Diamant-Gatter, um euch zu zeigen, wie ihr das einstellen müsst, um schlussendlich dann das gleiche Ergebnis zu haben. Denn ihr müsst hier bei dem Gatter beachten, dass ihr es sollte übrigens ein Oder-Gatter sein. Mit Und-Gattern habt ihr das Problem, dass zwar die eine Bedingung erfüllt ist, aber die andere dann nicht. Das ist vor allem dann sehr wichtig, wenn zum Beispiel das eine Signal von dem einen Kabel nicht kommt und das andere kommt aber. Zurück zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Ein Red Pipe Signal On. Und jetzt müsst ihr das zweimal machen. Das gilt auch für Blau, dann soll eine entsprechende Farbe gegeben werden und Energy Pulse. Und das müsst ihr dann eben für Blau auch machen. Ganz wichtig, dass ihr diese Energy Pulse habt, damit die Items eben hier herausgezogen werden. Jetzt gehen hier nämlich schon wieder die Kabel aus und ich sehe auch gerade, ich hätte das hier eigentlich einstellen müssen, dass es schwarz gefärbt wird. Deswegen bleibt jetzt hier auch die ganze Zeit das blaue Signal an. Obwohl, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Um das euch dann quasi nochmal zu demonstrieren. Die Truhe ist jetzt voll. Es gibt kein rotes Signal. Und das Diamantene oder geht das jetzt deshalb wichtig, weil wenn ich hier bei dem Ofen das Holz herausnehme und es wieder hier hinein tue, haben wir nur das blaue Signal und es werden nur die Eichenholzbretter herausgezogen. Damit das quasi... Ich glaube, das habt ihr jetzt einigermaßen verstanden. Wenn es noch Probleme gibt, einfach mal in die Comments schreiben. Ich kann das auch nochmal genauer erklären, aber ich denke mal, vom Prinzip her müsste das eigentlich verstanden worden sein. Neben den neuen Horn gibt es jetzt auch ein, wie nenne ich das jetzt am besten, einen neuen Block, der nennt sich Puffer. Der Puffer wird hergestellt, indem ihr ein Diamantenes Transportrohr
oben habt, Truhe, Kolben und irgendwelche Holzbretter an der Seite und dann habt ihr einen Puffer. Der Puffer ist dazu da, um sicherzustellen, dass immer eine benötigte Anzahl an Gegenständen in diesem Puffer drin sind. Ich werde jetzt einfach mal kurz hier das Interface öffnen und das hier mal kurz löschen. Ihr könnt hier einstellen, welche Gegenstände immer in diesem Puffer sein sollen. Ich nehme jetzt einfach mal hier die blaue Wolle, sagt hier, diese Wolle, ich möchte immer, dass ein bestimmter Vorrat an dieser Wolle hier in diesem Puffer ist. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird der Puffer in Zusammenarbeit mit den Gattern eben entsprechend die Items anfordern. Ihr seht schon, dass hier die Updates vor allem mit den neuen Gattern zusammenarbeiten, um die Gatter und die Kabel etwas wichtiger zu machen. Ich werde das jetzt hier nochmal vollständig konfigurieren. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das richtig mache. Und ich sollte das Gatter hier auch mal kurz ausschalten. So. Warum ich das gemacht habe, das erkläre ich euch jetzt ganz einfach. Ich habe hier drei Truhen. In die Truhen kommen die entsprechenden Farben für die Wollen. Und ich habe das jetzt so eingestellt, dass hier Gatter sind. Das hätte auch noch ein einfaches Gatter wahrscheinlich auch getan. Oder ein eisernes und Gatter. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt ein Diamantenes nehmen müssen wie ich. Das einfach sagt, dass wenn dieses Gatter ein blaues Signal bekommt von einem Kabel, macht es einen Energy Pulser. Haben alle hier. Für rote Kabel oder für grüne Kabel. Hier dieses Gatter sagt, dass wenn zum Beispiel ein bestimmter Gegenstand weniger als 25% in diesem Puffer drin ist, dann wird ein blaues Signal gesendet. Oder wenn ein Gegenstand weniger als 50 oder weniger als 75. Und das kann ich hier eben einstellen. Ich kann jetzt sagen, wenn von der hellblauen Wolle weniger als 25% da ist, dann wird das blaue Signal gesendet an den Puffer, an die jeweiligen Gatter und es werden Items zugeschickt. Hier müsst ihr allerdings beachten, wenn ihr zum Beispiel einstellt 50% oder 75%, also sobald es weniger als 75% sind, wird ein Signal abgesendet. Hierbei ist ganz wichtig zu beachten, dass diese Rohre eine bestimmte Länge haben und die Items eine gewisse Zeit brauchen, um von A nach B zu kommen. Was bedeutet, wenn ihr 74 Items braucht und ihr fordert 74 Items an, bekommt ihr mehr als 74, weil der Energy Pulse so lange geht, bis das Signal beendet wird und bis dahin bekommt ihr mehr in diese Rohre hineingepumpt, als ihr eigentlich benötigt. Deswegen würde ich bei 50 oder bei 75 immer einen Slot mehr dem Puffer zur Verfügung geben, als ihr eigentlich benötigt. Ich werde das jetzt einfach mal aktivieren. Ich will jetzt einfach sagen, wenn weniger als 25% von der blauen Wolle und 50 von der roten und 75 von der grünen, dann werden die Items eben angefordert. Und wie ihr hier seht, habe ich hier mit einem silbernen Cutter hier nochmal silbernen Rohr sichergestellt, dass die Gegenstände hier in den Puffer gelangen und ihr seht, sie kommen. Und ich habe jetzt eingestellt, dass von der hellblauen Wolle zwar 25% da sein sollen und 25% weniger als 25% bedeutet ja eigentlich 16, aber ich habe jetzt hier schlussendlich 29 drin. Und das wird jetzt auch hier bei der Wolle sein, bei der Orangenen, da möchte ich nämlich eigentlich nur 60, also 50% von diesen Zweien. Es geht hier immer um die Gesamtzahl, es geht hier nicht um den Einzelnen, also hier von den 128 möchte ich nur 50% und das wären 64. Und ihr seht hier gerade, dass sich das hier auch hochsummiert. Und hier bei der hellgrünen Wolle wären das 144 und hier werden wir am Ende auch mehr haben, als wir das benötigen. Warum möchten wir jetzt also quasi diesen Puffer haben? Ich habe jetzt hier ein Smaragdrohr mit dem Filter, dass hellblau, orange und hellgrün rausgezogen werden. Im Smaragdrohr funktioniert das im sogenannten Round-Robin-System, das heißt erst blau, dann orange und dann hellgrün. Hier ein pulsierendes Gatter, das mit einem Redstone-Signal aktiviert wird und hier einfach eine Truhe, in die dann die Items gelangen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel quasi dafür sorgen, dass dieser Puffer immer dafür sorgt, dass eine bestimmte Anzahl an Gegenständen vorhanden ist. Und sobald ihr merkt, oh, mir gehen die Items aus, fordert ihr neue Items an. Wir sehen, keine Items fließen mehr, er ist anscheinend zufrieden mit dem, was er darin hat. Geben wir nun das Redstone-Signal an das pulsierende Gatter, wird es die Items hier extrahieren, aufgrund der Tatsache, dass hier ein Round-Robin-System benutzt wird. Ihr könnt natürlich auch das neue M2-Lead-Gatter verwenden, um dann euer Sortiersystem oder was auch immer ihr benötigt, zu verfeinern. Und jetzt sollte dann bald das blaue Signal hier angehen, weil der Puffer merkt, oh, ich habe irgendwie weniger als 25% und hier kommt es schon.
Das Gatter geht an, es werden neue Items verlangt und der Puffer sorgt dafür, dass die Items immer in ausreichender Zahl vorhanden sein werden. Ich hoffe, ihr habt den Puffer verstanden. Ich persönlich bin kein Fan von dem Puffer, da ich Mods benutze, die das Ganze ein bisschen einfacher gestalten. Wenn ihr allerdings mit Buildcraft arbeiten wollt, finde ich das einen ziemlich guten Gegenstand, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Items nicht immer eine riesengroße Strecke zurücklegen müssen, sondern dass alles in einem zentralen Block sich befindet und dann einfach die Items herausgezogen werden können, je nachdem, wie man es braucht. So, das wäre es soweit von diesen Sortierdingen mit den Rohren. Wir kommen jetzt zu den Energieleitungen, oder wie sie auf Deutsch heißen, die... Nein, nehme alles zurück. Ich habe gehört, die haben das mit dem Namen geändert. Die Energieleitungen. Die Energieleitungen haben jetzt etwas ganz Neues, nämlich eine Kapazität. Wenn ich jetzt hier über die einzelnen Energieleitungen gehe, seht ihr 8 Minecraft Joule, 64, 1024, 128 eiserne Energieleitung. Kann auch noch was anderes, nämlich man kann das Energielimit einstellen, zeige ich euch gleich. Und die goldene Energieleitung. Die haben alle unterschiedliche Minecraft-Joule-Werte, deshalb, damit könnt ihr dafür sorgen, dass das System, wenn ihr mit Buildcraft schon was gebaut habt, habt ihr wahrscheinlich bemerkt, dass gewisse Gegenstände oder Maschinen mehr Energie kriegen, als sie eigentlich benötigen, während Maschinen, die ganz viel Energie benötigen, und zwar ganz dringend, viel zu wenig bekommen. Das könnt ihr dann quasi hier mit diesen Rohren beheben, indem ihr einfach nur sagt, hier gehen nur 8 Minecraft-Joule durch und dann werden dann auch nur wirklich 8 Minecraft-Joule von dem kompletten Netzwerk abgezweigt, wenn die restliche Energie sich weiterverteilt auf die anderen Geräte. Ich werde jetzt hier einen kleinen Aufbau machen. Den Anfang seht ihr schon da hinten im Hintergrund. Ich habe dann rechtzeitig gemerkt, dass ich das falsch gemacht habe, weshalb der Aufbau da hinten nicht fertig ist. Ich werde den fertig bauen, kurz erklären und dann schauen wir uns den Aufbau der neuen Energieleitungen kurz an. Jetzt ein kleiner Zwischenschub. Ich möchte nicht schon wieder ein Video machen mit Überlänge. Ich rede hier zwar einigermaßen schnell hinweg über die einzelnen Sachen, muss allerdings schon sehen, dass das schon wieder so ein Dreiviertelstunden-Video werden würde. Deswegen teile ich das jetzt einfach in drei Parts auf. Der erste Part war jetzt dann einfach hier die Rohre und den Puffer und die ganzen anderen Sachen. Im nächsten Part schauen wir uns dann das an, was ich vorbereiten möchte, wegen den Rohrstöpseln und den Energieleitungen. Und im dritten Teil schauen wir uns dann ganz kurz noch zwei kleine Änderungen an oder zwei kleine Dinge, nichts Besonderes. Und ja, wir sehen uns dann wieder im zweiten Teil.